Servus ihr Knüppler, Knochen wieder hier. Heute mal wieder mit einem coolen Replay. Nicht gleich wegschalten, das ist richtig unterhaltsam. Ich verrate so viel. Ich mache 11 Kills. 11 Kills, ich bin der beste Spieler hier. Ja, ich hau auf die Kacke, aber das hat mich natürlich gefreut, denn obwohl ich öfter mal Platz 1 bin, mache ich selten 11 Kills. So, ich positioniere mich hier, das ist ein Gameplay. Kaiser Franz ist ja auch noch irgendwo unterwegs. Und wie gesagt, das ist ein Gameplay. Im niedrigstufigen Bereich T28 und da ich einmal den Panzer verliere, habe ich noch den T70 mit bei. Ich glaube, hier ist Kaiser Franz. Ja. Kaiser Franz direkt neben mir. Ne, den T80 fahre ich später noch. Ich, ja, was soll ich sagen? Es geht halt richtig ab. Ich versuche mal ein bisschen zu kommentieren, ohne dass es so langweilig wird. Hier sieht man, Kollegen, ich kann das jetzt leider nicht so zack, kein Durchschlag. Man sieht aber schön, wie das eingeschlagen ist. So, ich knall die ganze Zeit drauf. Ich habe hier schon was abbekommen, wie man gerade sieht. Hab aber meinen ersten Kill hingelegt. Da kommt der nächste Kill. Zwei hintereinander, warum auch nicht. Der Doppelschlag, da sieht man es hier. Achtet auch ein bisschen auf den Chat. Achtet auf, was ihr wollt. Ich muss irgendwann mal rausfinden, wie man es hier ein bisschen schöner aufnehmen kann. Aber jetzt bleibt das halt erstmal so. Die Karte lasse ich auf, damit man sehen kann, wo, wie, wer sich wo aufgehalten hat. So, bin hier mit dem Schlachtflugzeug unterwegs. Hinter mir ist auch einer, der interessiert mich erstmal überhaupt nicht. Ist auch gar nicht so einfach, denn die versuchen wir natürlich, verständlicherweise, sofort rauszunehmen. Gas hier, das ist ein richtig schöner Bombenteppich. Wie gesagt, hat gerade mal angefangen und ich habe schon zwei Kills hier. Da kommt, glaube ich, gleich noch der nächste Kill. Drauf achten, zack, wieder einer weg. Und noch einer weg. Ist aber abgestürzt. Zählt also nicht als Kill. Läuft also schon mal ordentlich für mich hier. Da ist noch ein Marder. Den versuche ich auch noch irgendwie rauszunehmen. Ist natürlich nicht ganz so einfach, weil... Ja, ich habe versucht, ihn auf ihn zu crashen. Hat nicht ganz so funktioniert. So, Kaiser Franz immer noch neben mir. So, das war ein schöner Crit. Der hält noch natürlich ein bisschen mehr aus. Ist ja ein Bruder hier. Aber es hat auch alles Punkte gebracht. Kaiser Franz hat leider nicht so viel Glück gehabt. Aber gut, sie spielt auch noch nicht so lange. Und er auch wieder zerstört, ne? Sie hat, glaube ich, keinen Kill gemacht. Ne, sie hatte keinen Kill gemacht. Aber war auch ein bisschen blöd, weil ich stehe hier auch am besseren Punkt. Und ich, bei der Karte, das Polen hier, gerade wenn wir von der Seite starten, fahre ich immer zu diesem Punkt mittlerweile. Denn der ist äußerst ergiebig. Selbst wenn jetzt hier, wie man hier oben sieht, sich welche auf der anderen Seite versuchen zu positionieren, dann geht man halt mit drauf. Kein Problem. Schon wieder einer. Den habe ich nicht getroffen, aber das kommt alles noch. Zack. Und der nächste ist weg. So, haben wir schon mal 5 Kills. Nicht mal 5 Minuten erreicht hier. Und ich habe nicht ganz vom Anfang aufgenommen. Da kann man auch die Login-Zeit und sowas alles. Das so ein Quatsch, brauchen wir nicht aufnehmen. Zack. Auch er kriegt wieder ordentlich einen Crit ab. Fuck. Da oben auch noch. Und auch die Zwiebel hier. Der ist auch weg. So, jetzt habe ich schon meinen 6. Kill. Und ich meine, ich musste selber grinsen. Das ist der nächste Kill. Und wie man sieht, ich stehe eigentlich nur wie der letzte Pisscamper. Aber es hat sich ja gelohnt. Es ist ergiebig gewesen. Von daher, natürlich, jeder, der die Karten ein bisschen kennt oder das Spiel auch ein bisschen kennt, wird ja wissen, dass er sich hier positionieren kann. Natürlich ist das nicht immer von Vorteil. Man hat auch natürlich auch Probleme. Wie man sieht, ich stehe zwar hier, mache lauter Kills. Aber wir haben keine einzige Basis. So kann man natürlich nicht gewinnen. Trotz allem hat es mich gefreut. Ich bin mal wieder in der Luft. Die scheiß Wellington. Ich hasse die Wellington-Bomber. Gott, wie ich sie hasse, ey. Das ist sozusagen das Äquivalent der japanischen Bomber. Auch absolut unwendig und wirklich aus Papier. Der einzige Vorteil ist immer die Bombenlast, wie hier zum Beispiel, wo man dann auch mal 8 Bomben runterwerfen kann.
So, die ging ein bisschen zu früh runter. Obwohl, es könnte noch funktionieren. Ich glaube, einer geht auch noch weg. Zack. Der nächste weg. Da hatte ich das Fahrzeug verlassen. Also 8 Kills in weniger als 6,5 Minuten, beziehungsweise weniger als 5,5 Minuten, weil die erste Minute ist ja überhaupt nichts passiert. Da war ich nochmal einloggen, also hier einloggen. Am Einloggen und mich hier zum Punkt bewegen. War ein Low-Level-Bereich, gerade mit dem T28 ist das auch alles nicht das Problem, wenn man Glück hat und sich vernünftig positionieren kann. Also Fratz ist immerhin die ganze Zeit am Leben geblieben. Auch sie wurde nicht weggeschossen. Wir haben ja also wie so ein Bastion gebildet. Hier begebe ich mich mal nach vorne, weil es langsam zu langweilig wurde, weil ich dachte, okay, ich weiß noch, wie ihr gesagt habt, wieso, wir haben keine Basis. Wieso meinte, ja, da müssen wir mal vorfahren. Ja, das sollten wir mal tun. Da bin ich auch nicht, ich wollte auch nicht so aussehen wie ein Feigling, ehrlich gesagt. Ja, ich bin da schon ein bisschen drauf bedacht, weil ich mich ja auch öfter über so eine Leute beschwere. Die ganze Zeit nur irgendwie gucken. Aber ich meine, natürlich, ich kann es verstehen, wenn es funktioniert, warum soll man sich irgendwie woanders hinbewegen? So, jetzt die Frage, will man einfach viele Kills machen oder weil man irgendwie sein Ego streicheln will oder will man tatsächlich mit seinem Team gewinnen? Ich versuche ehrlich gesagt, irgendwie beides mal unter einem Hut zu kriegen. Hier ist es mir zu spät aufgefallen, dass wir uns mal bewegen sollten. Aber mein Team hat ja auch irgendwie nicht allzu viel geleistet. Oder konnte nicht zu viel leisten. Ich kann es nicht sagen. Ist natürlich blöd, wenn ich da oben stehe und sie neben mir, dann ist das Platz für keinen anderen mehr da, ne? So, das ist Stuck. Oh, hat mich natürlich abgepasst. Wusste, dass ich da komme. Also klar. Und ich bin raus. Damit muss man leben. Und nein, ich habe ihn nicht beleidigt, falls das jetzt vielleicht einige denken. So, wir sind aber noch am Cappen. Ich dachte auch jetzt, also an dem Punkt dachte ich, okay, ist gleich vorbei. So, wir sind aber gerade am Cappen und dadurch verlängert sich die ganze Geschichte hier. Jetzt hier mit dem T80. So, ich glaube, ich gehe hier in die Luft. Also was? Oder ich habe Artillerie rausgeschickt. Das kann natürlich gut möglich sein. Und nur dadurch, dass wir jetzt hier gecappt haben, war es überhaupt möglich, noch am Leben zu bleiben. Beziehungsweise noch wegzuschießen. Die Gas geht, glaube ich, auch noch drauf. Und der Typ müsste ja auch noch verschwinden. Das war ein bisschen knifflig hier mit dem. Ist immer schwierig, bewegliche Ziele zu treffen. Gerade wenn sie weit auch schneller fahren als man selber. Beziehungsweise weit auch schneller fahren als der Turm sich drehen kann. So. Fetter Panzer zerstört, das ist auch eine schöne Sache. Habe auch eine Weile gebraucht, um ein bisschen mit der um rauszufinden, welche Munition irgendwie hier und da am besten funktionieren kann. Die Gas geht aber, glaube ich, auch noch drauf, wenn ich mich recht entsinne. So, und so sieht schon mal wieder ganz anders aus. So sieht es ganz anders aus. Eben gerade alles rot hier, jetzt ist alles blau. Ach ja, jetzt weiß ich, was ich gemacht habe. Ich glaube, die Gas, die schieße ich einfach hier mit der Jagd weg. Ich meine, so wie viele andere auch, gucke ich natürlich nach leicht zerstörbaren Einheiten, also alles, was irgendwie oben offen ist, wie zum Beispiel so ein Gas. Oder auch die Panzerjäger, wie hier Nashorn und Co. Also alles, was oben offen ist, wo man halt auch auf die Kollegen schießen kann. Ups, da war einer. Siehst du? Gar nicht gesehen. Hat jetzt ein bisschen. Das kann ich natürlich jetzt, könnte ich jetzt zurückspulen, mache ich jetzt aber nicht. Scheißegal, ich habe da eben gerade so einen weggesammelt. Und ich bin dann auch so einer, andere würden sagen, ja komm, verlass das Flugzeug, ist doch alles so, braucht man nicht mehr. Aber ich will einfach nicht verrecken dann, ne? Habe ich keinen Bock drauf, dass irgendeiner einen Kill kriegt. So, gut, da war es eine andere Geschichte. Ich wollte einfach, dass der Typ rausgenommen wird, also habe ich meinen Flügel ihm entgegengestellt. So, ein kleines Killchen kommt noch. So, jetzt hätte ich natürlich auch, das war er übrigens gewesen, jetzt
wollte ich eigentlich gerade auf den Kollegen gehen, damit man es sehen kann. Aber man hält sich für möglich. Wir werden noch gewinnen. Ich glaube, zumindest so viel gewinnen werden. Es läuft ja noch ein bisschen, aber ja doch. Das müsste es gewesen sein. Ich meine, das Replay ist gerade mal ein oder zwei Tage alt. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wieso ich mich nicht mehr daran erinnern kann, aber mein Gott, es passiert ja so viel im Leben und ich bin ja auch noch nebenbei ein bisschen arbeiten. Wie viele Millionen andere auch. Und ja, da kann man sich so, kann schon mal vorkommen, dass man sich nicht jeden Quatsch merkt. Aber sieht schon danach aus, als würden wir gewinnen und ja, dann ist das auch ganz gut so. Wupp, und wir haben gewonnen. Denkst du, wir haben verloren. Es hat zu lange gedauert. Wie auch immer, ich habe hier ein bisschen, wie gesagt, ich habe es nicht mehr richtig im Kopf gehabt. Aber 11 Kills ist einfach eine schöne Sache gewesen. Danke fürs Zuschauen. Hinterlasst ein Abo, tut euch nicht weh, würde mir helfen. Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Hier sieht man es immer schön. Oh. Also, ciao, ciao.